Da ich vorher noch nie irgendwas hatte und wirklich brutale Schmerzen hatte und das geknackt hat, wusste ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Hatte aber schon irgendwie Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie es dann letztendlich auch gekommen ist. Für einen Fußballer grundsätzlich ist natürlich der Kreuzbandriss eine sehr schlimme Verletzung, weil man lange ausfällt. Und in Amos Fall jetzt speziell sind wir zu Beginn angefangen, nach der OP erstmal im Wasser zu arbeiten, abschwellende Maßnahmen in der Physiotherapie zu machen und zu unternehmen und haben dann mit der ersten Phase Kraftaufbau begonnen, sind mittlerweile in der zweiten Phase. Er hat, was Kniebeugen angeht, aber auch was zum Beispiel Stabilisation der hinteren Kette angeht, da hat er ordentlich zugelegt, befindet sich da auf einem sehr guten Weg. Heute war dann tatsächlich der erste Tag, wo wir dann auch auf dem Platz laufen konnten und auch das hat er relativ gut hinter sich gebracht. Am meisten freue ich mich natürlich, endlich wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, einfach sich auch mal gegenseitig anzunecken auf dem Platz, aber auch einfach Spaß auf dem Platz zu machen und wieder Fußball zu spielen.